Guten Morgen, meine Lieben. So, wir kommen zu dem Wochenendorakel und zwar für das Wochenende vom 25. und 26. Juni. Wie ihr das jetzt schon kennt und wie ich gemerkt habe, dass ich das doch der Beliebtheit erfreut, wird auch diese Legung heute wieder aus zwei Stapeln bestehen. Das heißt, ihr könnt wählen, rechts oder links. Und da spielen mehrere Decks eine Rolle. Ich beginne hier mit den Krafttierkarten. Dann gibt es eine Karte aus einem neuen Deck, und zwar aus dem Monology. Das Wünsche-Orakel, das wird so dargestellt, ja, manifestiere alles im Zusammenhang mit dem Mond, manifestiere deine Wünsche. Und auch ein wunderschönes Deck, wie ich finde, und was ich euch damit heute dann auch mal vorstellen möchte. So. Wie gesagt, das ist hier das neue Deck. Zeige ich euch mal. Wunderschön, das Wünsche-Orakel. Und drinnen steht der Spruch, verbinde dich mit der Kraft des Mondes und lass Wünsche wahr werden. Eine wunderbare Aussage. Und wir wissen ja, dass der Mond doch eine Menge Einfluss auf uns nehmen kann. Entschuldigung. Und ja, der Glaube versetzt eben Berge, ne? Und ich denke, wir erhalten viele Hinweise aus dem Universum, die wir manchmal unbeachtet an uns vorbeiziehen lassen. Aber vielleicht sollte man das eine oder andere doch vermehrter mal in sich aufnehmen. Ja, die jetzt hier verwendeten Kartendecks findet ihr immer alle unter meinem Link hier in der Infobox, ne, hier drunter. Das sind praktisch alle Kartendecks, die ich bei sämtlichen Legungen abwechselnd benutze. Hier kommt jetzt weiter das Seelenengel-Orakel, auch eine Karte mit dazu, sodass wir dann bei den zwei Stapeln alle Karten aus diesen verschiedenen Decks versuchen, in einen Konsens zu bringen, in Einklang zu bringen und zu einer aussagekräftigen Darstellung zu kommen. Jetzt habe ich eben fehlte mir das richtige Wort. Ja, natürlich ist auch das heute wieder eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das kennt ihr inzwischen alle, die hier bei mir des Öfteren reinschauen. Und ich denke, das merkt ihr immer ziemlich schnell. Oh, da sind schon gleich zwei gekommen. Dann werde ich die beiden auch gleich nehmen. Das war jetzt aus dem himmlischen Lichtbegleitern-Deck. Dann kommt eine Karte aus den Seelenbotschaften. Ja, und die letzten Karten, die ich jetzt hier noch mische, die nutze ich noch die Mischerei, um euch ganz herzlich zu danken. Für jeden Daumen hoch, den ihr mir da lasst, für jeden netten Kommentar und natürlich fürs Aktivieren des Glöckchens, womit ihr ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt. Oh, hier kommen sogar zwei, die muss ich nehmen. Und somit über neu hochgeladene Legungen immer gleich informiert werdet. So, jetzt gibt es eine Karte aus dem Engeltarot für jede Seite.
Ja, wem das Mischen hier immer zu lange dauert, ich weiß, da habe ich mir Leute, denen das nicht gefällt, aber es steht euch doch frei, ihr braucht doch nur vorspulen, ihr seht doch, wann die Legung beginnt. Aber ich möchte den neuen Leuten und allen, die eben das Mischen wichtig finden, gerecht werden. Und aus dem Grund bleibe ich beim Live-Mischen und bitte da wirklich um euer Verständnis und einfach um die Chance, dann vorzuspulen in eurem Fall. So, und jetzt sind wir hier wirklich gleich am Ende, nämlich eine Karte gibt es noch von den Leidinger Wahrsagekarten für jede Seite. Oh, die kam hier schon rausgeschossen. Und dann könnt ihr wählen, meine Lieben. Ja, diese Art der Legung hat sich doch als sehr beliebt dargestellt, was ich auch sehe an euren Daumen hoch und an den entsprechenden Kommentaren. Da freue ich mich sowieso drüber, wenn ihr da weiter so fleißig am Ball bleibt. Und natürlich auch, wie gesagt, für alles andere, was eure Anerkennung zum Ausdruck bringt. So, jetzt hatten sich hier einige umgedreht. Das wollen wir nicht. Da ist noch eine. Das ist, wenn man zu viel dazwischen quatscht. Dann passieren so eine Fehler, entschuldigt bitte. So, eine Karte bitte noch, liebes Universum, eine bitte noch. Das ist jetzt die, die gedreht ist und die nehme ich jetzt. Nee, das sind auch wieder mehrere. Bitte eine Karte, liebes Universum, eine einzige Karte hätte ich gern. Bitte eine Karte. Eine Karte. Da ist sie. Danke. So, jetzt werden wir das ein bisschen sortieren und ordentlich machen. So, ihr Lieben, und jetzt habt ihr die Qual der Wahl, links oder rechts. Ihr wisst, ich beginne wie immer mit der linken Seite und wir fangen an. Mit dem Krafttier, der Bär, wunderschöne Karte, bleib standhaft. Ja, das scheint bei dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen zu Auseinandersetzungen, will ich jetzt nicht so dramatisch sagen, aber doch so zu Streitigkeiten zu kommen, wo man denkt, ja, warum soll ich jetzt eigentlich nachgeben? Warum immer ich, stellt man sich ja oft die Frage. Also, hier rät euch der Bär, Grenzen praktisch zu setzen, denn da steht die Überschrift Grenzen. Bleibe standhaft, also verteidige deine Meinung, verteidige deinen Standpunkt und lass dich auch nicht irgendwie beeinflussen oder beirren, sondern bleib beharrlich standhaft. Und wir schauen das Monologi, sehr, sehr passend, eigentlich identisch die Aussage. Wir haben hier den Vollmond im Wassermann mit der Aussage, sei authentisch. Standhaft bleiben zeigt sich ja auch in einer gewissen Authentizität von einem selbst. Das heißt, wenn ich standhaft bleibe, dann bin ich authentisch, indem ich meine Meinung vertrete und nach außen hin mich in keiner Weise beeinflussen lasse. Und das ist faszinierend, wie diese zwei Karten jetzt schon miteinander sprechen und dir zeigen, welches dein Weg wird. Und wir haben hier bei den Seelenengeln den Engel des Friedens. Bewahre dir deinen inneren Frieden. Also mit anderen Worten, egal was jetzt so passiert um dich herum und was versucht dich in deiner Standhaftigkeit zu beeinflussen, wichtig ist, authentisch zu bleiben
und trotzdem friedvoll. Das heißt, lass dich nicht im Zorn in einen Zank einziehen, sondern bewahre deine Ruhe und zeige, dass man auch in Ruhe Konflikte lösen kann. Und wir haben bei der Intuition auch wieder sehr, sehr schön dargestellt, den Delfin mit der Überschrift, du schaffst es. Also egal, wo eure Pläne, eure Wünsche hingehen, wichtig ist, lasst euch nicht von eurem Weg abbringen, bleibt standhaft. Setzt auch Grenzen, bis hierhin und nicht weiter in jeder Diskussion. Bleibt authentisch, lasst euch nicht in irgendeine Form drängen. Bleibt friedvoll, so wie es hier auch dargestellt ist. Bewahre deinen inneren Frieden, das heißt, lass dich nicht aus der Ruhe bringen und vertraue auf den Hinweis aus dem Universum, du schaffst es. Und bei den Seelenbotschaften haben wir die Überschrift Liebe. Die Liebe wartet auf dich. Schau genau hin und erkenne sie in deinem Leben. Es ist nicht immer die Partnerschaftsliebe unter dem Begriff Liebe zu verstehen. Es gibt viele Arten von Liebe. Man kann Tiere lieben, man kann seine Familie lieben, seine Kinder lieben, seinen Partner sicherlich auch lieben, aber hier muss jeder für sich einordnen, welche Art der Liebe hier auf ihn wartet, was für ihn wichtig ist. Und bei dem Engeltarot haben wir die Sechs der Erde. Geld, Zeit oder Leichtigkeit als Geschenk erhalten. Neue Karrieremöglichkeiten. Einen Kredit bekommen oder Schulden zurückzahlen können. Egal, was hier von diesen Aussagen auf dich eintrifft. Du brauchst also, so wie sich hier darstellt, dir keine Sorgen um Finanzen machen. Das heißt, du wirst mit deinem Geld gut wirtschaften können, du wirst gut auskommen können, du hast gute Karrieremöglichkeiten, also sprich beruflich weiterzukommen. Du kannst auch eine Zusage von der Bank bekommen, falls du einen Kredit haben wolltest, oder du bist in der glücklichen Lage, deine Schulden auf irgendeine Art und Weise durch einen glücklichen Umstand zurückzahlen zu können. Also an und für sich, für diese Seite eine wunderbare Aussage zum Wochenende. Und wir haben hier bei den Leidinger Wahrsagekarten noch die Unterstützung durch einen gereiften Herrn. Das heißt, es steht dir eine väterliche Person noch hilfreich zur Seite, die dir in diesen Situationen, in denen du vielleicht drinsteckst, unterstützend zur Seite steht. Vertraue einfach darauf, auf die Aussage, du schaffst es. Wichtig ist, standhaft zu bleiben und authentisch zu bleiben. Das sind deine Grundvoraussetzungen, um diesen Weg eigentlich erfolgreich in diese Richtung zu lenken, nämlich mit der Aussage, du schaffst das und mit der Gewissheit, dass du keine finanziellen Einbußen oder Sorgen hast momentan, sondern darauf vertrauen kannst, dass sich alles zum Positiven wenden wird. Wichtig ist einfach, wie schon gesagt, standhaft zu bleiben, gewisse Grenzen zu ziehen und authentisch bleiben. Dann gehst du deinen Weg ganz gerade. Und wir schauen, was die rechte Seite uns sagt. Da haben wir den schwarzen Panther. Folge deiner Leidenschaft. Wow, eine wunderschöne Karte. Auch die Überschrift Leidenschaft.
Leidenschaft kann man für vieles entwickeln. Man kann es für ein Gegenüber entwickeln, man kann es aber auch für ein Hobby entwickeln, man kann es ja, für viele Dinge im Leben kann man Leidenschaft entwickeln, wo man sagt, oh, das möchte ich unbedingt, ich liebe das. Das ist der Ausdruck von Leidenschaft. Und bei dem Monolochi haben wir zunehmender Halbmond im Skorpion. Befreie dich von Blockaden. Genau, passend auch diese Karte wieder. Folge deiner Leidenschaft. Das heißt, das, was du leidenschaftlich anstrebst, wonach dein Streben sich richtet, wo du sagst, oh, das will ich unbedingt, befreie dich da von Blockaden. Folge diesem Weg, geh diesem Weg der Leidenschaft. Und alles, was dich da hindert, davon sollst du dich befreien. Und bei den himmlischen Lichtbegleitern hast du den Engel der Herzensgüte. Nichts leuchtet heller als ein gutes Herz. Das heißt, alles, was du beginnst, machst du mit Freundlichkeit, mit Liebe. Setzt du auch durch deine Wünsche und deine Träume. Und du hast hier noch die kleine Elfe. Entschuldigung, das waren die Seel, war das Seelenengel-Orakel und das ist jetzt für die himmlischen Lichtbegleiter. Das habe ich jetzt eben verwechselt. Da hast du die kleine Elfe. Das ist jetzt für mich nicht Aussage genug. Elfen, wissen wir, sind Fabelwesen, die uns aber auch immer wieder begleiten und die wir vielleicht manchmal gar nicht so wahrnehmen, wie sie es verdienen würden. Und wir schauen mal, was die kleine Elfe dir sagen will. Eine Elfe oder eine Fee ist in deiner Nähe und bittet dich, deine sensitiven Antennen auszufahren, um ihre Botschaft wahrzunehmen. Also das heißt, du hast himmlische Begleiter an deiner Seite, denn auch diese Wesen sind himmlische Begleiter. Und genau da sollte man vielleicht aufmerksam mal manchmal um sich herumschauen. Sicher wird man keine Elfe sehen, das ist jetzt Fantasterei. Aber es gibt Hilfe, die man manchmal nicht erklären kann. Es passiert irgendetwas, wo man denkt, wow, da habe ich eben dran gedacht und jetzt passiert das. Das sind die Helferlein aus dem Universum. Und das ist hier eigentlich mit dargestellt. Also, folge deiner Leidenschaft, befreie dich von Blockaden, vertraue doch auf dein Inneres, hier dein Herz und auf die Hilfe der Elfe. Und hier hatten wir bei den Seelenbotschaften zwei, die rausgekommen sind. Und das ist Wahnsinn. Wir haben hier mit der Elfe, wie ich eben gesagt habe, die himmlische Hilfe. Und ihr habt hier nochmal den Hinweis aus dem Universum. Die Hilfe aus dem Universum. Nämlich mit der Überschrift Jenseitskontakte. Du erhältst Botschaften aus der geistigen Welt. Hab keine Angst. Und krönend dazu noch der Schutzengel. Besondere Verbindungen zu den Engeln sind jetzt möglich. Schenke ihnen deine Aufmerksamkeit. Also das ist eine fantastische Aussage hier für die rechte Seite. Ihr seid unterstützt, um eigentlich wirklich eurer Leidenschaft, das, was ihr ins Auge gefasst habt, was euer größter Wunsch ist, jetzt wirklich dem zu folgen. Von Blockaden sich befreien, auch menschliche Blockaden. Geht euren Weg, folgt eurem Herzen und vertraut hier auf die himmlischen Helfer. Es ist Wahnsinn, ihr habt dreimal den Hinweis der Hilfe des Universums. Und bei dem Engeltarot haben wir 5 der Luft. Eine unkluge Wahl. Lerne
was du nur kannst aus dieser Situation. Überdenke die Motive von allen Beteiligten. Das heißt, genau da gehen wir wieder auf die erste Karte. Wenn du deiner Leidenschaft folgst und dich von Blockaden befreist und deinem Herzen eigentlich folgst, dann werden viele Menschen um dich herum dich versuchen zu beeinflussen. Viele werden sagen, das ist ein Fehler, überdenke die Motive. Es ist nicht richtig, was du tust. Sicherlich soll man das eine oder andere überdenken. Und vielleicht auch vom Gegenüber sich anhören, welche Bedenken von der Seite kommen. Aber wichtig ist, und das sollte eure Überschrift für dieses Wochenende sein, wirklich seiner Leidenschaft zu folgen. Einfach mal dem nachzugeben und sagen zu können, ich gehe jetzt meinen Weg. Der Herzenswunsch, den ich habe, ich befreie mich von Blockaden, denn ich habe Schutz aus dem Universum an meiner Seite. Und bei dem Leidinger haben wir, schüttel diese Angst ab. Viele von euch sind gehemmt, ihrer Leidenschaft zu folgen. Sie haben Angst. Sie haben Angst auch vor Einsamkeit, vor dem Abwenden anderer Menschen, die einem vielleicht wichtig sind. Aber dieses Kartenbild weist dich darauf hin, dass du deiner Leidenschaft unbedingt folgen sollst, dich von den Blockaden befreien sollst, deinen Herzenswünschen nachgeben. Das ist hier die große Überschrift. Und du bist begleitet und beschützt. Also lege diese Angst ab und vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Das gebe ich euch jetzt mit in das Wochenende und wünsche euch alles, alles Gute und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Alles Liebe für euch, bis bald!